Willkommen am nächsten Spot. Wir haben den nächsten Lost Place. Wir sind noch bei keinem Lost Place heute enttäuscht worden. Das ist der Hammer. Ich habe richtig schöne Bilder im Vorfeld gesehen. Ich hoffe, das ist noch so wie auf den Bildern. Wir haben gerade schon unseren nächsten Spot von Weitem erkannt und waren gerade ein bisschen baff. Ja, ist ja nicht. Da oben läuft ein alter Mann. Und dahinter wartet eine Villa. Wir haben gar nicht mit so einer großen Villa gerechnet, weil das sah vom Satellit her eher. Oh. Ist offen. Warte. Ich denke, jetzt können wir aber rein. Und rein. Das ist zugewachsen hier, warte mal. Oh nein, ich habe wieder meine kurze Hose an. Aber Benjamin ist ja so freundlich und sammelt schon einfach mal die ganzen Zecken jetzt weg. Ja. Ey, guckt euch mal diese Gebäude an. Oh, da habe ich ja Bock. Oh, Zecke. Oh Gott. Okay. Alter, guck. Oha. Zeckenkontrolle, Zeckenkontrolle. Wir sind noch bei keinem Lost Place heute enttäuscht worden. Das ist der Hammer. Matzi, ja. Wollen wir? Wenn du sagst, ich bin bereit. Oh, sieht das schön aus. Ja. Alter Mann, komm hier nicht rüber. Warte, nicht schon. Ja. Oh, eigentlich schon. Wir gehen rein in den nächsten Lost Place, Freunde. Ja. Guckt euch die Villa an. Oh, die Treppe. Guck mal, der Fußboden. Die Eingangshalle hier, das sieht schon stark aus, wa? Ui. Sieht ja nicht mal schlecht aus vom Alt her. Aber die ist ja so leer geräumt. Ja. Da ist es. Da ist ein Flügel. Da ist es, Ben. Da ist es. Alter. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ey, das glaube ich jetzt nicht. Das ist krass. Hier ist das schön, guck mal. Was ist das bitte für ein cooler Fund hier? Was sind das für Riesenräume? Ey, da stand hier mal ein Flügel in der alten Villa. Oh, die Resonanz. Auch hier die Tapete, hier, guck mal. Die sieht hammer aus. Die aus der Nähe an, oder den. Aber der also die Verzierung hier, die muss irgendwo ein Schalter sein, dass sich die Geheimtür öffnet. Ja, stimmt. Mann, das ist ey, ja, guckt euch einfach diese Tapete an. Der Oberhammer. Ey, vor allem so eine riesen Flügeltüren, wa? Hier. Ja, was sind das bitte für Riesenräumlichkeiten? Ey, aber das ist ja trotzdem noch gut erhalten, wa? Also, muss ich ja mal sagen. Und wir sind noch in der unteren Etage. Oh, war ja, wie groß ist denn dieser einfach Ort? Nur der Blick. Aber wir fahren hier immer so eine Bedienstete. Und da war ein Kamin, oder? Ein Ofen oder sowas. Ja. Der Fund hier, der haut mich jetzt richtig um. Guck dir mal das Gebäude an. Ja. Der Flügel, das. Es ist auch einfach geil für den Menschen, dass sie das so dahin gestellt haben. Total. Es ist. Wir kriegen Besuch. Auch wir sind nicht allein. Hoffentlich sind es Ohrbäcker. Gut, dann stecke ich das mal kurz weg, oder? Ach, naja, Fischen. Hi. Schön doppelt. Alles okay? Ja. So, also, okay. Hello. Have a nice time. Hey, where you come from? Germany. Germany. Ah, Deutschland. You're Polish. Na, ja, was ist das? Wien. Aus Wien. Ach, Wien. Ach, dann können wir Deutsch sprechen. Ja. Das ist ja cool. Ich such mal den Keller, das interessiert mich mal. Ja, natürlich. Unter der Treppe? Hier hängt mal wieder was. Da hängt. Oh. Die untere Etage. Wir bleiben erst mal unten. Also, es ist auf jeden Fall mega schön hier. Oh, guck mal hier oben, die Ketten. Hier war bestimmt eine Riesenküche. Aber irgendwas hing ja hier oben runter, ne? Wenn es Pfannen sind.
Ja, das riecht man schon, ne? Hier war auf jeden Fall so was wie ein Kamin oder Schornstein. Hier ging es raus. Also hier ist zugemauert, ne? Ah, okay. Auch die Fenster da oben, ne? Welches Haus gehen wir denn jetzt nach oben? Das Nebenhaus oder das große? Lass uns mal kurz hier die Treppe anschauen. Oh, die Treppe. Oh. Keller? Da ist der Keller. Ich will mal nur einmal kurz hochgucken, weil die Treppe sieht mir irgendwie neuer aus. Die sieht, täuscht das. Ach, hier hinten geht's auch noch weiter. Guck mal, jetzt eine Wendeltreppe nach oben. Was ist das irre? Geh mal kurz hier noch den Sanitärbereich abchecken. Boah, Riesenspinne. Das ist eine Badewanne. Allerdings hängt da oben eine Fledermaus. Ach, echt? Keller oder? Keller. Keller. Wenn. Vielleicht ist das so typisch. Warte mal. Oha. Check mal, ob alles sicher ist. Helsinki-Schlede. Wir sind dann direkt im Erdreich, ne? Wir gehen mal runter jetzt. Warte. Ich will nur nicht von irgendwelchen Tieren überrascht werden. Warte. Oh Mann, ey. Ist ja monströs, der Keller. Voll. Oh, Ben, das ist riesig. Für ein Wohnhaus ist das ein riesiger Keller. Also wir sind hier unterm Fundament. Also das ist das Fundament vom Haus. Ich glaube, hier war halt mal ein Boden drin. Ne? Und wo ist der Boden hin? Oder der Boden war so wertvoll. Vielleicht war der Boden einfach aus Gold. Okay, hier liegt irgendein riesen Flüssigkeitsbehälter. Oh, ey, Matze. Ja. Hier ging's raus. Oh, hier geht's auch noch in ein Räumchen, Ben. Okay. Boah, ist das stark. Wasserleitung. Oh, die ist zu. Nochmal die Wasserbetriebe rufen. Einfach coole Räumlichkeiten. Ja. Oh ja. Labyrinth, Ben. Ja, voll, wa? Wir sehen uns von oben. Unsere Wiener Kollegen sind gerade die Treppe hochgegangen. Dann gehen wir jetzt mal die Treppe nach oben. Kannst du dir vorstellen, was das für ein schönes Gebäude war? Ja. Oh, guck mal. Da ist auch noch ein Gebäude. Hinten. Jo. Also ich habe wirklich starkes Vertrauen, weil das alles neu aussieht. Das sieht nicht morsch aus. Ja, aber ich bin trotzdem irre. Stell dir mal vor, du hast so ein Haus. Oh. Oh. Ich bin der Präsident. Guck mal, ein Balkon. Ja. Das ist, was wir hier sehen werden. Aber ganz ehrlich, ne? Du hast eine wunderschöne Villa. Und dann zimmerst du dir so eine Lampe daran? Ich sehe nicht so eine Lampe. Ben. Ja. Guck mal, nicht. Also ja, guck mal, wie das da hängt. Das ist doch Final Destination. Das ist Final Destination. Das hat ihn also gemacht. Guck dir das mal an. Wie jemand diese Glasscheibe in diesen Ring reingesetzt hat. Gut. Hier unter ist ein Klavier. Ja. Ist offen. Oh, guck dir das an, wie schön. Da. Da oben die Regenrinne, wie die. Ich hab mal hinten so ein rundes Ding da noch, wa? Da sehe ich auch den Mond. Sieht aus wie Endor. Von Star Wars. Jetzt haben wir gerade mit den Wiener Kollegen Kontakte ausgetauscht. Die haben uns ein Mega-Kloster empfohlen. Und das wird gleich noch gemacht. Oh, hier geht's noch höher, Ben. Oh, guck mal. Ja, moin. Ein Foto wert. Oh, hier gehen wir noch höher, komm. Boah, ich bin erschrocken. Was ist los? Schwalbe. Ach so. Aber direkt hier links neben mir gestartet. Ich mach mal Licht an. Aber die. Hä? Gibt schon ganz schön nach, wenn du so hochläufst. Ja, ja. Hier oben haben Leute gewohnt, Ben. Ganz klar. Geil. Mit Paneele hier anwenden. Guck mal, ich kann ja stehen. Also so tief ist es nicht. Ich kann stehen. Sei bitte vorsichtig. Ja. Ben, nicht. Achso, da hinten müssen wir noch hin. Ja, ja.
Ich will bloß mal hier gucken. Schön am Rand laufen, ja. Mal, oh, ist hier die Decke schon wild, wa? Nee, hier der Boden. Ja, ja. Wir gehen nicht darüber. Mich reizt dieser Schalter da hinten, aber dann werden wir wohl nicht rankommen heute. Nee, guck an, wie der Boden durchhängt. Das macht keinen Sinn. Diese grüne Tür. Guck mal da oben. Ja. Das war die Decke, die sich gewölbt hat. Oh, dieses Fenster, guck mal. Ja, sieht stark aus. Wirklich schön. Da hinten ist noch ein kleines Nebengebäude. Das Fenster sieht ja wirklich krass aus. Boah, gefährlich. Ah. Hier ist ein Lokus. Ja? Wo bist du? Hier, 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 links, links. Fantastische Aussicht. Wirklich schön. Ah, hier wird es aber ein bisschen wölbig. Ja. Ein komischer, verwinkelter Dachstuhl. Guck mal, da hinten ist irgendwie. Siehst du das? Ja, das sieht ja cool aus. Aber. Ey, guck mal. Nee, das ist, da waren wir vorhin. Das ist die gewölbte Decke. Ja, da waren, ja, ja, jetzt sind wir doch hier. Und wieso geht's denn hier noch höher? Ey, geil, das ist doch in Verbindung. Zur anderen Seite, guck mal hier. Aber hier geht's auch rüber. Ey, Mann. Da drüben war ich ja gerade. Das sind die neuen Fenster. Hier geht's rüber. Dann machen wir uns vom Acker, oder? Einmal noch mal einen Blick werfen hier. Verlassen jetzt diesen wunderschönen Lost Place. Was für eine mega schöne Villa. So was hatten wir noch nicht. Wem es gefallen hat, gerne ein Abo dalassen, gerne kommentieren, ein Däumchen nach oben. Wir freuen uns über jedes Däumchen. Und jetzt tschüss. Wir haben am Anfang vergessen zu fragen, ob jemand da ist. Das machen wir jetzt noch. Mhm. What's up? Ja, hallo. Ja, wir wollten ganz gerne mal uns verabschieden. Wir sind raus. Bis bald.